Folge 35 von Liebe bis Innen. Laura ist dran. Und Dennis ein bisschen genervt? Nein, ich bin nur erschöpft immer noch vor der letzten Folge, wo wir endlich diesen blöden Keller geschafft haben. Der war wirklich, wirklich anstrengend. Und Laura darf jetzt mal gucken, was hier so los ist. Das haben Nein. wir eben von... Nein! Nein. Nein, bist du selbst einer von denen? So, das fällt jetzt da runter und jetzt kannst du nämlich schön die Stacheln da. Oh. Ja, komm. Nimm das, Baby. Bitch. Ich hatte mir da jetzt mehr erwartet, ehrlich gesagt. So ein bisschen mehr Gespratze. Ah ja, sowas das zum Beispiel. Da? Ja. Ist das ja ausgefallen? Finally! Also wenn er sagt finally, heißt das wahrscheinlich, es ist final das Ende gewesen. Dieses bösen, bösen Fies. Oh, guck mal, Wasser. Okay, Wasser hat man noch nicht so oft. Check. Guck dich erstmal um, ja. Ha. Mhm. Da haben wir nichts. Wird dann wieder mal... Nö. Du kannst ja mal die Lampe anmachen, den linken Stick reindrücken. Wenn es geht. Geht das? Nein. Links, denn das war der rechte. Ja, ja, Laura. Ja. Ja, links, rechts. Die Mädchen-Links-Rechts-Geschichte. Nur weil es hier so ein bisschen düster ist. Die Lampe bringt jetzt aber nicht so viel. Ja, gut, ich dachte nur, vielleicht sieht man dann ein bisschen mehr. Aber gut, hast recht, es ist wenig. Geht es darum? Sieht so aus, ne? Ja. Ging es auf der anderen Seite nicht weiter? Das. Nö. Ja, nee. Gut. Nö, sagt sie. Nö, sagt sie. Dann laufen wir hier lang. Nö, nee, ich bin jetzt da lang. Ja, ja, steh zu deiner Entscheidung. Du bist ja dran. Ist das? Jetzt ist ja hier kein Team oder so. Haha. Ist ja egal, wenn du da hinten den ganzen Gewürmatsch verlierst. Ist aber auch, ist das natürlich ärgerlich. Ich habe natürlich jetzt 3000 oder so liegen lassen, ne? Ja. Oder 4000. Aber das war einfach nicht drin, Leute, ganz ehrlich. Das Zeug einsammeln. Ja, ja. Während des Bosskampfs. Okay. Und Laura lässt jetzt deswegen auch gleich noch die Hälfte liegen hinten. Da wird nichts, da war nichts, da hat nichts geblinkt und so. Hier ist noch was, guck. Ja, siehst du? Ist in Ordnung, Laura. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Ich werde schon durchkommen. Vorsicht, nicht da reinfallen, bist du blöd. Da ist doch ein Loch im Boden. Wenn er einfach weitergeht. Ja, vor allem, ja. So. Ja, ich gebe zu, der Controller ist tatsächlich etwas kaputt. Der jetzt nimm sie nicht auch noch in Schutz, sie muss es doch lernen. So, jetzt kannst du direkt hier atmen. Also, das muss ich ihr schon zugestehen. Ja. Dass sie allerdings nicht dahin noch geguckt hat, darauf bin ich sauer. Oh, soll ich jetzt nochmal zurücklaufen? Nein, du bist dann Controller. Laura, nein. Alles in Ordnung. Okay. Oh, wir haben es geschafft. Ja! So, Level clear. Safe Game. Die Folge ist vorbei. Safe Game. Safe. Ja, game. Doch. Wir müssen. Ist wichtig. Ja, doch. Das war doch erst Kapitel 7. Ich glaube, wir haben letztes Mal diskutiert, wie lange das Spiel wohl noch ist. Aber ich glaube kaum, dass das Spiel nur 10 Kapitel hat oder so. Ich glaube, es hat eher so 15. So. Das wäre so meine Back. Vermutung. Hast du jetzt den guten Speicherstand überschrieben? Die waren ist doch jetzt egal. Nein, ich habe The Keeper überschrieben. Ja. Irgendeinen, so Next Chapter weiter. So, Chapter vorbei, Folge vorbei? Nee. Es waren erst 3 Minuten, du spielst hier schon noch 15 Minuten. Ich dachte, ich spiele insgesamt 15 Minuten. Ja, du spielst 15 Minuten. Wir achten jetzt wieder ein bisschen mehr auf die Folgen. Wir wollen ja eigentlich 15 Minuten Folgen haben. Oh, guck mal, Sequenz sind mindestens 5 Minuten. Das hat der Chef gesagt, ey Leute, ihr müsst ein paar 15 Minuten Folgen machen. Ja. Das ist immer zu viel und wenn der Chef das sagt, dann müssen wir uns daran halten. Oh, wer ist nochmal unser Chef? Er ist schon ein bisschen müsste der uns nicht auch bezahlen? Irgendwas machen wir falsch. Ich dachte, wir kommen vielleicht mal wieder ins Tag. Oh. Ach, guck mal. Nee. Zombies. Suchen wir nicht Leslie? Nein. Eigentlich? Ach, guck mal. Ein gepflanzter Samen wird wachsen. Wo war. Nee. Pistole ist oben. Achso, ich weiß ja nicht, was du willst. Wie? Was willst du? Ich will einen anderen Bolzen. Mit X. Mit X. Guck mal, darum ist da ein X dran. Genau. Das ist der Explosionsbolzen? Nee. Das ist nicht weiter. Wir haben keine Explosionsbolzen. Nee. Wir haben keine. Die müsstest du jetzt bauen. Dann. Aber bau mal jetzt nicht unbedingt welche, weil wir haben noch Teile. Ja, okay, weiß ich nicht. Ist jetzt auch, glaube ich, das ist, war jetzt kein riesiger, schwerer Supergegner, sondern ich würde jetzt einen normalen Gegner gucken. Mal, was guck dich erstmal hier noch kurz um, ob da noch irgendwas rumliegt. Vielleicht hier mal so die Ecken ablaufen. Da die Kisten kann man ja zerhauen oder die Fässer. Mit Y. Genau. Weiß. Da war nichts. Safe. Da ist noch da hinten liegt, vielleicht so eine Ecke, genau. Ah ne, das, oh, das glühte so ein bisschen, aber da ist nichts. Okay. Dachte, das wäre vielleicht ein Loch. Laura findet das Loch nicht. Das ist ja traurig. Ich brauche das Loch nicht. Ne, stimmt, du musst es nicht finden, hast du Glück. So. So, da war jetzt auch nichts. Andere Seite, ne? Kann ja nur sein, dass hier noch irgendwo ein Fass steht oder so, aber. Wie? Da ist ein Fass. Kork. Sieht jetzt gerade aus wie eine Höhle in Skyrim oder so. Ja.
Das sieht gerade alles voll generischer gewesen. Ja, noch generischer. Guck mal, da war noch Matsch. Wir bräuchten mal wieder so einen Spiegel, um zurückzukehren. Der kommt bestimmt irgendwann. Du könntest auch probieren, da so ein bisschen zu schleichen jetzt. Also ich überlege nur, ich denke nur laut. Es ist, ich weiß nicht, ob man die alle bekämpfen muss. Aber wahrscheinlich. Ja, die haben doch zwei Köpfe, die werden sich nicht mit einem mal so ab. Ja, gut. Beweg dich nicht! Und weg ist er. Die bemerken dich irgendwie. Ja, wenn du einmal schießt, dann bemerkt er dich. Dann bemerkt er dich, ja. Ich hasse dieses Gezähle! Ja, das war knapp daneben. Ja, das ist gut. Das war grundsätzlich schon mal ein Anfang. Super. Das war scheiße. Naja. Hast du noch genug Munition? Wenn sie näher kommen, kannst du auch die Schrotflinte benutzen. Das ist vielleicht ganz gut. Ja. Wobei ohne Zielaufschaltung ist es echt schwer so. Also ohne Maus. Ja, guck, das war nicht schlecht. Der erste ist hin von so, drei. Wie war das nochmal mit B? Ja. So, wir haben aber auch nur noch eins, ein Dingens. Aber wir hatten richtig viel Speicher, ne? Also das haben wir, wir können da theoretisch jetzt irgendwie Hunderte tragen. 15 oder 20 oder so mitnehmen. Ja. Oh, scheiße. Nee. Weißt du, was ich in meiner Folge wieder gar nicht haben werde? Munition. Ja. Spaß. Auch Spaß habe ich hier immer. Ha. Okay, das ist aber lieb. Das liegt an der Gesellschaft. Hörst du den erstmal an? Ich glaube, das ist nicht so richtig gut gewesen. Okay, super. Da lag was. Und ja, den hole ich mir ja gleich, aber ich will den erstmal abknallen. Okay. Aber nur weil der sich gerade gar nicht für dich interessiert, so. Deswegen dachte ich. Ja, schön. Super gemacht, aber jetzt kannst du nicht anzünden. Also. Nee? Kannst du nachtreten? Nee, du hast kein Dings mehr. Ich habe gesagt, du hast nur noch einen. Konnte man nachtreten? Ja. Okay, das war gut. Dann musst du ihn jetzt nicht mehr anzünden, denke ich. Okay. Dann sammle jetzt erstmal in Ruhe alles ein. Du hast jetzt hier erstmal für Ruhe gesorgt. Genau, bei der anderen Leiche, da, genau, jetzt rechts, da liegt noch was auf der Erde, da liegt eine Spritze. Das ist auch sehr sinnvoll. Und ich auch keine mehr, ne? Genau, da haben wir jetzt wieder eine. Auch nur noch halbes Leben, da liegt auch Munition. Und auch Kisten. Aber erstmal die Munition nehmen, genau. Und dann die Kästen. Die haben die dann überhaupt. Schauen wir auf den Boden getan, vielleicht. Sieht irgendwie schade. Sieht schlecht aus. Die Kisten sahen jetzt so schön groß aus, da hätte ja wenigstens mal einen Krümel drin. Da war jetzt nichts, ne? Nee, da kommst du her. Oh, okay. Ich glaube, da war nichts. Schön. Also so finde ich das ganz gut, ne? So also mehr Gegner finde ich. Oh, Vorsicht, ich wollte nicht aufs nicht weiterlaufen, da steht einer auf. Ziel, genau. Also am Anfang schaltet er mal so ein bisschen auf, ne? Das ist ganz gut, dann folgt der. Jetzt stirb einfach. Dann tritt nochmal nach, da am besten. Die Geräusche sind so super. Matsch! Es ist okay, Gulasch, ist halt der Typ ist Gulasch. Okay, wie? Schlagen. Einfach schlagen, würde ich sagen. Ja. Ja. Also brauchst du keine Munition verbrauchen. Gut. So. Also mit einer Pistole aufzuschießen bringt auch nicht so viel. Lad mal die Pistole kurz nach. Mit X. Wir haben auch nicht mehr viel. Nee, wir haben nicht mehr so viel. Oh, guck mal, was die Jungs da machen. Wir könnten auch mal probieren da mit einer Granate oder so, aber jetzt kommen sie schon zu nah. Trottel. Was macht der da? Verdammt. Da kannst du nochmal nicht mehr zielen und wieder zielen, dann schaltet. Na, jetzt ist die Munition alle. Out of ammo. Nein, rechts. Opala. Nein, jetzt nicht panisch werden. Ja, ne, doch. Rechts, Steuerkreuz. Nee, nicht ja doch. Panik ist immer schlecht. Steuerkreuz, rechts. Rechts, das ist. Dabei nicht. Steuerkreuz, rechts. Drück das doch jetzt bitte mal. Dann hast du ein Schrotgewehr und dann kannst du auf ihn zielen. Und dann ist er tot. Ja. Aber auch Schrot am. Aber er hat was fallen lassen. Voll keine Munition. Er hat was fallen lassen. Ist doch alles in Ordnung. Er hat eine Granate fallen lassen. Das ist schon mal gut. Wenn wir mal wieder zwei oder so sehen, können wir mal mit einer Granate arbeiten. Wobei ich auch nicht mehr genau weiß, wie man die benutzt. Aber warte mal, ich kann nicht mal. Aus wie ein Ziel nerven. Okay. Will mir mal die Granate irgendwo. Die kannst du dir nach oben legen. Du musst jetzt mit dem Stick nach unten zur Granate. Zur Granate. Zur Granate. Da. Und dann auf den Steuerkreuz nach oben, glaube ich. Okay, gut. Gut, dann. Gut. Gehen wir mal wieder zurück. Ja, machen wir das doch.
Kannst du auch B drücken, um rauszukommen. Das ist mir neulich aufgefallen. Okay, so einer steht da, glaube ich, noch. Oder zwei. Mal gucken. Vielleicht gehst du noch einen minimalen Schritt nach vorne, dass wir uns ein bisschen umgucken können. Und mal nach rechts schauen. Links steht einer. Rechts ist die andere Seite. Immer noch. Guck doch mal nach rechts. Ja, doch. Ich wollte nur gucken, ob hinter der Ecke noch wer ist. Okay, rechts ist keiner. Zumindest nicht. Oh, er hat mich auch gesehen. Ja, ja, gut. Aber lass ihn kommen. Und rechts. Nein, ist er nicht. Du hast keine Munition mehr. Super. Das wäre jetzt der Moment, um ihn vielleicht zu schlagen. Der hat immer so eine große, kribbelige Hand. Naja, aber jetzt hast du keine Munition mehr. Also nur noch mit dem Scharfschützengewehr. Und das ist jetzt ganz schlechter Ort. Na gut, dann schlage ich ihn jetzt. Aber bitte auch mit dem richtigen Timing, ja. Oh Mann! Das bringt so gut wie gar nichts. Aber aus der eklig! Doch, das geht, stirb das einfach. Geht. Stirb. Das war der eine Kopf. Stirb und drauf. Schön. So, nochmal nachgetreten? Sehr schön. Ich glaube, der ist hin. Ja. Weiter geht's. Da war jetzt auch wieder Munition, das habe ich schon gesehen. Ja, ja? In dem Raum. Nee, in dem Raum. Du musst jetzt weiter, genau. Aber das läuft. Du bringst uns hier gut voran. Ich meine, ein bisschen hoher Verbrauch, aber ansonsten läuft das. Bin ja schon glücklich, wenn wir vorankommen. So. Da war Bolzenmacher. Hinter dir ist Munition. Da, genau. Mhm. Und zwar ein Schuss. Zwei Schuss. Na, no, Wahnsinn. Naja, das bringt ja schon mal viel. Kannst du gleich mal reinladen, genau. Dann haben wir schon mal wieder theoretisch so zwei Typen mehr oder weniger. Da ist irgendwie eine Winde. Die musst du jetzt wohl aufmachen. Nee, geht nicht, ne? Nee, doch. Wahrscheinlich tauchen die jetzt hinter dir auf, während du das machst. So wie ich das Spiel kenne. Ja. Wäre jetzt nicht überraschend. So, da wieder A mehrmals drücken, genau. Reicht doch. Das wäre das erste Mal, dass es nicht passiert. Nein, ich habe ja auch schon mal Tore geöffnet, ohne dass ich das aufgemacht habe. Das ist jetzt noch relativ am Anfang des Kapitels. Ja, gut. Ja, eigentlich müsste ja jetzt noch relativ. Guck mal, da kann ich doch hauen, ne? Ja. Das geht. Da haben wir wieder einen Schlüssel mehr. Das heißt Munition, wenn wir mal wieder einen Spiegel finden, wo wir zurückkommen. Ja. Ein Spiegel fände ich jetzt ganz toll. Ein Spiegel wäre super. Wir haben nämlich auch schon wieder 11.000 Dings. Ne. Na toll, kann ich den tot treten? Oh, das stützt gerade alles fies ein. Ja, gut, dann. Also ich weiß nicht, ob das. Ist wahrscheinlich nur so ein optisches Ding, aber. Passiert nichts. Würde ich jetzt sagen. Ja. Ja, sag ruhig, Nick. Sag ruhig. Dann sind wir halt tot. Ach, ich mag das nicht. Aber ich finde das gerade ganz nett, weil man so merkt, so es ist ein kleiner Raum nach dem anderen. Man hat jetzt keine unüberschaubaren. Oh nö. Schon wieder. Mhm. Aber das ist ein Speicherpunkt an der Stelle. Ja. Das sehr gut, da kann gut. Nick dann anfangen. Ja, lauf mal da nicht so weit ja, vor. Nee, so, wir müssen mal kurz gucken, wo. Ich sehe da überhaupt nicht, wo das herkommt. Weil das doch, da sind so, siehst du diese kleinen. Ach, diese. Also, aber kein einzelner Typ, den wir abschießen können, so wie in der Freifläche vor 10 Folgen ungefähr. Nee, okay, komm. Da konnte ich mal kurz gucken. Also, du kannst hier in Deckung hinter diesem Stein da wahrscheinlich. Ja, bis dahin. Aber ich will mal. Der Stein ist Deckung, das Holzding. So, bleib mal kurz hier stehen. Bleib mal hier stehen. Bleib doch mal einfach stehen. Oh. Ich wollte mich ducken. Aber ducken ist rechts hinten, nicht Y. Da hinten, ja. Und jetzt zu dem Holzding. Genau, dann kannst du es fast kaputt machen. Ja, aber erstmal stehen bleiben. Hier stehen bleiben. Oh, und jetzt kannst du hier einmal schlagen. Genau. Und da war was. Bleib erstmal stehen. Ganz ruhig. Fall nicht weg, geh nicht weg. So, zurück. Ja, wow! Oh, das war zu weit. Schlag dich nicht immer so durch die Gegend. Jetzt sammel es bitte einfach mit A auf, anstatt zu prügeln. Das macht wenig Sinn. Ich stand genau hinter dem Pfeiler. Nein, dreh dich mal um. Dreh mal die Kamera, meine ich. Da steht man hinter dem Pfeiler. Ja. Nein, jetzt bleib doch da stehen. Du machst es sicher. Du bewegst ihn. Ich sehe es mal. Du drehst am Controller. Das ist safe. Jetzt rück mal rechts auf den Stick drauf und heil dich mal bitte. Rechts auf den Stick drauf. Ja. Er bewegt sich. Das ist so gut. Spritze ist oben links. Wollte ich was sagen, das passiert, wenn du den Controller berührst. Dann könnte es sein, dass sich da im Spiel was bewegt. Mag sein. Leute, ich würde sagen, wir machen an der Stelle mal eine kurze Pause. Laura hat ihre 15 Minuten rum und dann kann Nick noch bis da hinten laufen und die nächsten Räume sich angucken, weil er keine Munition hat. Wird es wahrscheinlich schwer,
Aber das alles erst. Aber das wollte ja nur, dass der sich einen Millimeter spiele. Bewegt. Aber der läuft gleich immer gleich einen halben Meter mit. Ja, ist ja, ja gut. Ja, ja. Das ist in Ordnung, Laura. Alles wird gut. Tschüss, Leute.